mir mal die Haare schneiden. Schön die Haare erstmal kämmen. Oh. Und damit, sofort was geht ab. Will John ist am Start zu meiner ersten eigenen Wohnung, zu der Roomtour. Ich gehe jetzt mal eben schnurstracks zum Flur, zum Eingangsbereich hin. Ich habe hier irgendwie so ein kleines Kamerasetup aufgebaut. Auch nochmal gerade alles gewischt und gestaubsaugt. Bis zum geht nicht mehr jede kleinste Ecke nochmal gereinigt. Denn meine Oma wird wahrscheinlich dieses Video sehen. Ich grüße an der Stelle meine Oma. Ich muss heute auch ein bisschen entspannter reden. Nicht komplett überdrehen, was ich wahrscheinlich trotzdem machen werde. Denn meine Oma wird heute wahrscheinlich das Video schauen. Denn sie interessiert sich sicherlich auch sehr, wie meine Wohnung so aussieht. Ich würde sagen, wir starten mit dem Eingangsbereich hier. Das ist die Tür, der Eingangsbereich mit ein paar Schürchen, Fußballschuhe, hier auch Fußbälle. Ich liebe es einfach mit originalen Bundesliga-Fußbällen zu spielen. Es macht einfach so viel mehr Spaß. Und früher als kleines Kind konnte ich mir das natürlich nicht leisten. Meine Eltern hatten obvious auch keinen Bock, ihrem 14-jährigen Sohn einen Fußball zu kaufen für über 100 Euro. Komplett geisteskrank. Jetzt, wo ich aber ab und zu mal, wenn ich denn Videos mache, mit YouTube ein bisschen Geld verdiene, dachte ich mir, hole ich mir mal so ein paar originale Bundesliga-Bälle. Bro, ich lieb's. Dann haben wir hier direkt ein paar Wasserkästen. Muss einfach sein. Ich bin auch mittlerweile immer mehr am Wasser trinken. Ich merke, das tut meinem Körper gut. Nicht mehr so viel Energy-Drinks, Cola, Eistee. War ich auch ein Riesenfan von und mag ich auch immer noch ab und zu zwischendurch. Das sage ich jetzt übrigens nicht nur, weil meine Oma gerade zuschaut. Probiere auch noch einen Gaming-Booster-Konsum so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ihr fühlt euch einfach besser. Ohne Scheiß. Kommen wir direkt zur ersten Tür. Das ist die erste Tür. Und hier drin ist... Raus hier, meine Güte, ey! Ja gut, dann gehen wir da später rein. Hier haben wir dann meine Schuhe. Und ach du Scheiße, geht's mir denn überhaupt noch gut? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das passiert ist. Früher hatte ich auch nur zwei Paar Schuhe. Jetzt sind es hier über 15, 20 Paar mit denen da vorne wahrscheinlich noch. Keine Ahnung, ich lieb's. Es ist natürlich total überzogen. Man braucht's nicht, kein Mensch braucht's. Aber ich lieb's. Ich liebe es, jeden Tag irgendwie ein neues Paar Schuhe anzuziehen. Und dann gibt's immer so Phasen, da trägt man die mehr und dann wieder die. Und zu der Hose, kurze Hose, Sommer, Winter. Ja, da habe ich... Ich bin eh so ein extremer Typ, was so Süchte angeht. Wenn ich etwas geil finde, wenn mich etwas irgendwie glücklich macht oder Freude bereitet, dann muss ich es extrem ausnutzen. Und ich habe jetzt so viele Paar Schuhe. Für viele ist es wahrscheinlich vielleicht sogar wenig in der heutigen Welt. Ich weiß es nicht. Ihr seht später aber noch eine weitere Sucht, was ich meine mit, wenn mir etwas Spaß macht, dann übertreibe ich es meistens. Kommen wir aber gleich zu. Das sind meine Schuhe. Können wir in die Kommentare schreiben, wie viele Paar Schuhe habt ihr zu Hause? Ein Paar Schuhe, 12 Paar Schuhe oder 100 Paar Schuhe? Wird sicherlich alles dabei sein. Das ist meine kleine Sammlung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Gehen wir nun weiter rüber ins Wohnzimmer / Arbeitszimmer. Hier ist mein Gaming-Setup. Das habt ihr ja schon gesehen. Hier verbringe ich natürlich, obvious, wer hätte gedacht, die meiste Zeit meines Tages, wenn ich nicht schlafe. Ich liebe es hier wirklich, mein neuer PC mit dem 5950X-Prozessor, der 3080 Supreme X-Grafikkarte, ein unglaublicher Arbeitsspeicher, die beste Kühlung, alles geiles Gehäuse. Ich liebe es wirklich zu sehr. Auch der Tisch ist der Wahnsinn. Ich muss es nur irgendwie noch einstellen, dass ich den richtig hochfahren kann, weil jetzt, wenn ich ihn hochfahre, geht das nicht ganz, weil die Kabel nicht ausreichen von der Länge vom PC bis Tastatur, Bildschirm und so weiter und so fort. Ey, aber es ist ein Blessing und ich hatte es vergessen gehabt, dass ich ja noch die zwei PS5-Controller auspacken muss. Und das machen wir jetzt mal kurz. Da gehe ich nämlich ganz kurz mal hier, zack, zu meiner Küche. Und ein kleines Messerchen. Das ist halt, ey, wisst ihr, was es für ein Luxus ist, beim Zocken aufzustehen, sich hinten was zu kochen und währenddessen die Lobby zu sehen und gucken, ob man schon mit dem Warzone-Flugzeug über die Map geht. Es ist unglaublich. Na komm. Viele Leute fragen mich übrigens auch immer, John, was ist denn dein Code? Hast du aktuell einen Code? Leute, ich habe immer einen Code. Immer Code John. Einfach John am Ende der Bestellung eingeben und ihr kriegt immer, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit ihr dort bestellt, bekommt ihr, oh, der ist schön, oh, Baby, der ist schön, bekommt ihr immer den maximalen Rabatt. Aktuell gibt es mit dem Code John 50 Euro Rabatt auf eure gesamte Bestellung ab einem Mindestbestellwert von 199 Euro. Das ist der zweite Controller, den ich meine, den hätte ich, ist es derselbe? Alles klar, ist derselbe. Hier ist der Kühlschrank, klar, da hole ich mir gleich auch mal ein schönes Getränk, wo ich vorhin so eine schöne Rede gehalten habe zum Thema Wasser. Meine Oma schaut wahrscheinlich eh nicht mehr zu. Ah, geil. Ja, was kann ich euch noch zeigen? So
schlecht. Es ist so ein schlechter Joke. Die sind ja alle nicht rausgefallen. Ich dachte, ich mache das die Tür auf und dann fallen die raus. Ich musste die alles... Naja. Wochenlang vorbereitete Jokes gehen komplett schief. Bah, es stinkt halt auch, ne? Pfui. Bäh. So schlecht ist es eigentlich gar nicht. Ihr glaubt nicht, wie sehr diese Dosen stinken. Es ist widerlich. Digga, hallo? Hier koche ich dann meistens italienisch, denn auch ein John pumpt die italienische Leidenschaft. Du spürst ihn. Nun gehen wir weiter Richtung Couch. Das ist die Couch. Oh. Und hier war ich, wo ich so lange nichts hochgeladen hatte, der PC noch nicht stand, war ich die meiste Zeit schön am Fernseher, die ganze Zeit YouTube, Netflix gegammelt, auch die EM komplett hier an dem Fernseher geschaut. Guckt euch mal an, wie fucking dünn dieser Fernseher ist. Ein absoluter Traum und wir kommen somit zur nächsten Sucht. Ach du Scheiße. Ich liebe Parfums, ich liebe vor allem die Verbindung, die Parfums dir gibt, die Erinnerung, die du damit knüpfst. Ich habe ein gewisses Parfum eine Zeit lang genutzt und ich erinnere mich dann genau an den Sommer, an den Abend im Club oder irgendwo draußen, auch als Corona noch nicht da war. Es ist unglaublich. Zum Beispiel den Duft, mit dem erinnere ich sehr Köln Gamescom vor 3 Jahren oder so. Da hatte ich noch nicht so viele Düfte, aber den hatte ich schon. Versace Eros ist eigentlich ein absoluter Only-Clubbing-Duft. Also den trägt man, jetzt geht die Kamera drum aus. Ja, perfekt. Den trägt man eigentlich nur im Club, würde ich jetzt sagen. Sowas wie den übrigens auch nur im Club. Jean-Paul Gaultier, Ultramay auch nur im Club. Ich habe auch Jeremy Fragrance, der King der Parfumindustrie. Den habe ich natürlich auch seine Düfte. Date for Man habe ich hier. Irgendwo muss auch noch Office for Man steht. Ist ja auch egal, ist das hier drin? Keine Ahnung. Aber ich liebe es, dass Parfums dir gewisse Emotionen auch geben und dass Parfums, ich habe zum Beispiel auch eine riesen Vorfreude gehabt. Ich habe dann schon überlegt, boah, morgen gehe ich da und dahin. Was für ein Parfum trage ich da? Und ich mache mir immer schon so Gedanken, boah, jetzt hole ich mir den Duft, den trage ich dann da, wenn ich da und dahin gehe. Ja, Wahnsinn. Und ich muss euch, glaube ich, auch eine Empfehlung jetzt abgeben. Ihr braucht eine Empfehlung. Ich mache es jetzt mal so ganz spontan. Ich gebe euch 3 All-Around-Düfte, also 3 Düfte, die man jeden Tag tragen kann. Das ist zum einen Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Absolut frischer Duft, männlicher Duft. Ich höre es so komisch, dass ich immer Düfte rede, aber ich feiere es. Alter, das ist so eine große Leidenschaft von mir. Ihr seht's. Und das erste Mal jetzt wirklich darüber zu reden, feiere ich gerade. Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Absolut geiler Duft, wirklich. All around kann man morgens tragen, im Büro, abends im Club, zum Essen gehen. Winter, Sommer, scheißegal. Das sind so die Allround-Düfte, die ich meine damit. Das ist auf jeden Fall einer. Was ist denn noch einer? Natürlich der Klassiker Acqua di Gio Profumo habe ich hier. Ist stärker als die normale Version. Die ist ja weiß und das ist hier die Profumo-Version. Die ist stärker, die hält länger. Auch super nice. Als ich den das erste Mal gerochen habe, oh mein Gott, habe ich mich in den verliebt. Ich habe mir den direkt geholt. Super, super geil. Und der letzte, obvious. Obwohl, gehen wir obvious? Natürlich, ich zeige euch 2. Die beiden. Einmal Dior Sauvage. Und Jean-Paul Gaultier Le Male. Diese 4 Düfte könnt ihr immer tragen. Immer. Zu jeder Tag- und Nachtzeit, egal welche Jahreszeit, könnt ihr diese Düfte tragen. Das war mein erster Duft, den hat meine Mom geschenkt. Jean-Paul Gaultier Le Male. Auch super nice. Ich habe für den wirklich eigentlich die meisten Komplimente fast bekommen. Früher haben alle immer gesagt, oh, du riechst so gut, du riechst so sauber. Das ist so ein sauberer Duft auch, ne? Sehr nicer Duft, sehr nicer Duft. Jetzt kommen 3 Partydüfte unbedingt. Versace Eros Partyduft, Jean-Paul Gaultier Ultramay kommt da auch noch rein. Und jetzt tue ich euch noch mal einen speziellen hier rein. Hatte ich den nicht gerade schon? Und das ist der hier, Tuxedo. Bro, Yves Saint Laurent Tuxedo. Ich weiß nicht, ob der sogar discontinued ist. Ich bin so ein Nerd, oh mein Gott. Discontinued heißt, dass der aus dem Sortiment genommen wird und nicht mehr normal verkäuflich ist. Aber ich glaube, das war ein Gerücht, aber er ist trotzdem echt. Ist auch scheißegal. Der ist auch teurer, glaube ich, kostet 180 Euro für 200 Milliliter. Unglaublich, wirklich ein unfassbares Parfum. Riecht super.
sexy, es riecht super nice, ist jetzt vielleicht nicht der Clubbing-Duft schlechthin, aber so ein Ausgeh-Duft zu einer besonderen Occasion, zu einem besonderen Anlass. Tuxedo Yves Saint Laurent. Drei Sommerdüfte schnell hinterher, zack, drei Sommerdüfte. Dolce & Gabbana Light Blue O Intense, Sommerduft Nummer 1, Sommerduft Nummer 2, wo ist er hier? L'Homme Ideal Cologne Guerlain. Auch ein krasser Sommerduft und oh mein Gott, ich liebe den. Ich glaube, der ist aber discontinued, der ist teuer. Aqua Amara. Oh mein Gott, Orange, wirklich wie so eine Orangenschale, Meer. Der Nonplusultra Winterduft. Spice Bomb, ihr seht auch, wie verstaubt er ist, weil den kannst du im Sommer nicht tragen. Der ist too strong, der ist zu hart für den Sommer. Spice Bomb Extreme Victor und Rolf. Ja, was denn noch ein Winterduft? Der ist heftig für den Winter. Heftig, heftig, wirklich ganz, ganz krass. Stronger With You, Intensely Emporio Armani, auch unfassbares Komplimente-Biest. Und letzter Winterduft, na komm, nehmen wir den hier. Replica Maison Margiela habe ich, glaube ich, erst einmal getragen. Boah, ich könnte euch noch einen ganzen Tag davon erzählen. Das waren meine Empfehlungen. Leute, wie geil, da habe ich über Parfums geredet. Das war mein teuerster Duft übrigens, den ich mir geholt habe. Mein teuerster, den habe ich mir im KDW irgendwann zu Weihnachten gekauft. 310 Euro oder 305 Euro oder sowas. Costa Azzurra, Tom Ford, auch eine krasse Story, ich dahinter. Na, das ist zu nerdig, aber den gibt es gar nicht mehr so. Der ist jetzt umformuliert in eine andere Tom Ford Linie. Aber ich habe noch den OG Costa Azzurra. Überkrasses Parfum, auch eher so ein bisschen sommerlicher, würde ich sagen. Habe ich mir im Winter geholt, aber auch ein krasses Ding. Irgendwann später. Aber ja, ich will nicht weiter ausschweifen. Das war's zu meinen Parfums. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon direkt weiter in der Wohnung zur nächsten Tür. Und das ist dann auch schon, oh mein Gott, das letzte Zimmer. Das ist das letzte Zimmer. Die Wohnung hat, glaube ich, 44 Quadratmeter, wenn mich nicht alles täuscht. Kostet mich im Monat warm 1050 Euro. Ist zum Teil möbliert. Das Bett ist schon da gewesen. Der Schrank, die Couch. Die Küche, obvious. Und die Lage ist wirklich der Wahnsinn. Ich würde euch gerne mehr zeigen, aber obvious will ich das dann auch wiederum nicht. Das wäre dann hier mein großer Kleiderschrank. Hier ist wirklich alles drin. Hier ist so viel Platz. Das ist unglaublich. Und ich habe auch verdammt viele Klamotten. Meine Fashion-Begeisterung klingt vollkommen überzogen und irgendwie nicht passend. Hat so vor, was weiß ich, 4, 5 Jahren begonnen. Das erste Mal mit Supreme, 12 Uhr donnerstags beim Supreme Drop mir diese Jacke hier geholt für 150 Euro. Ich glaube, die ging dann sogar für 300 Euro. Da war Supreme so krass im Hype, dass jede Sache so krass einen Resale hatte. Habe ich aber behalten. Ich habe die dann aber auch nicht so oft angehabt. Ich erinnere mich auch noch an eine richtig peinliche Situation. Da bin ich mit der Jacke rumgerannt und Supreme war halt im Hype. Und ich habe mich nicht so gefühlt, als würde das irgendwie noch cool sein. Und ich laufe damit rum. Und dann hat ein Mädel auf der Straße von der Entfernung so ironisch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber irgendwie so ironisch Supreme mir hinterhergerufen. Supreme, so als, so wie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Auf jeden Fall, es war so unangenehm. Ich habe mich so wannabe gefühlt mit der Jacke. Deshalb, ich hatte sie gefühlt nie an. Ich bin jetzt dann über die Jahre eher so ein bisschen auch teilweise, ja, wie soll ich sagen, Vintage gegangen. Also, dass ich Sachen hole, die nicht von der Stange sind, weil das ist mir aufgefallen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, wenn ich mir jetzt, kommt der Weird Flex, wenn ich mir einen Gucci-Gürtel hole. Digga, hätte jemals jemand von euch gehabt, dass fucking John Rage, der im weißen Shirt vor seiner Cam sitzt, einen fucking Gucci-Gürtel hat. Ach du Scheiße, Alter. Ja, ich finde den cool, ich mag den voll, aber halt nur so getragen, dass der nicht so krass kommt. Zum Beispiel jetzt hier habe ich so einen ganz dezenten Gürtel an. Hier, das wäre halt so richtig auf Macho. Da wären wir dann zu viel, wenn ich einen Hoodie habe und der ist dann da drüber und man sieht ihn eigentlich die ganze Zeit nicht, dann fühle ich mich damit wohl. Und dann habe ich eher so angefangen, Vintage zu shoppen und zu gucken, ob es irgendwelche Pieces gibt, die vielleicht keiner hat, die aber cool sind und die nicht so von der Stange wirken. Und da habe ich zum Beispiel die Jacke gefunden, habe ich irgendeinem Typen aus Italien abgekauft. Eine Prada-Jacke, wo aber Luna Rossa draufsteht, was ja eine Linie quasi von, ich kann es euch jetzt auch nicht genau fashionmäßig erklären, Unterlinie von Prada selbst ist. Ist es die Segellinie? Ich weiß es nicht. Luna Rossa auf jeden Fall. Checkt keiner. Alle denken, was ist Luna Rossa? Ich feiere aber die Jacke und ja, hat nicht jeder. Ne? Was habe ich hier noch? Auch eine coole Jacke. Eine Moschino-Jacke. Eigentlich auch keine Marke, mit der ich mich identifiziere, aber die hat irgendwie einen extrem lässigen Fit. Ja, was soll ich euch dazu erzählen? Call of Duty Klamotten hier von Modern Warfare, eine Bomberjacke. Call of Duty Bomberjacke haben wir hier.
Ja, die ist irgendwie nicht so geil. Ich glaube, die werde ich verkaufen hier von YSL. Eine Jacke, die so 2-in-1 mäßig ist, dass man die halt umdrehen kann und die hat eine andere Farbe. Aber irgendwie gefällt die mir nicht mehr so. Die ist von Raf Simmons. Die habe ich tatsächlich auch geschenkt bekommen von dem Vater von meinem Stiefvater. Und die ist wirklich so abgefahren, crazy. Die sind auch total short geschnitten, ne? Also du siehst ja auch in den Ärmeln, wenn die Ärmel so sind, dann passt die Jacke dir. Meistens, ne? Nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Aber die hat halt so Inside-Out-Nähte und auch hier so einen weirden Schnitt. Aber ich finde die irgendwie cool, irgendwie hat die was. Irgendwie ist sie lässig, trage ich jetzt auch nicht so oft, ne? Also die Jacke, die ich eigentlich am meisten trage, ist diese schwarze hier. Was habe ich noch? Ein paar so Polo-Shirts von Burberry, von Ferragamo. Es kommt mir nicht immer auf die Marken an, obwohl es natürlich cool ist. Ich will ja nicht lügen. Auch Marken zu tragen ist cool. Ey, es macht auch Spaß. Wenn man mit seinem eigenen Geld, was man sich selbst verdient hat, irgendwelche Klamotten kauft, die einem Spaß machen. Aber ich finde so eine Mischung aus Flexen und auch Understatement eigentlich immer ganz cool, wenn es nicht jeder Lulli weiß, was du trägst. Aber es ist auch cool. Ey, wir müssen uns auch nichts vormachen, ey. Hier die Tasche von Prada, die finde ich auch sehr nice. Hier habe ich noch eine Tasche von Prada. Und was mir bei denen gefällt, Prada-Taschen werden ja auch zurzeit sehr viele getragen. Aber halt die meisten sind schwarz. Und ich habe mir zwei bisschen extravagante Colorways geholt. Das trage ich auch sehr gerne. Racer Worldwide, auch eine coole Marke. Den finde ich sehr cool, den Pullover. Zeitlang habe ich auch die übelst gefeiert. Heaven Can Wait. Das hat, glaube ich, auch so richtig räudig dann Shein oder so kopiert. Also das ist das Original. Kostet, glaube ich, $100 oder sowas. Noch mit Zoll, keine Ahnung. Scheiß auf das Geld. Shein, sowas wie Zalando, big, big, big Brand, haben das einfach wirklich so dreist kopiert und ich glaube für 5 Euro oder so verkauft. Sowas Gottloses habe ich noch nie gesehen. Aber den fand ich eigentlich eine Zeit lang auch extrem feierlich. Ja, so wie es so angezogen sieht, jetzt schon scheiße aus. Ich würde wahrscheinlich ein weißes Hemd mit so großem Kragen raustragen oder ich weiß nicht, jetzt gerade gefällt es mir auch nicht. Ein paar Hosen. Das ist auch eine coole Hose. Leider ist sie ein bisschen zu kurz. Das ist übrigens einer meiner Lieblingshosen. Ne? Das ist eine Vans-Hose. Die hat halt so weiße Nähte auf schwarzem Stoff. Das finde ich cool. Hier die Hose, die finde ich eigentlich auch ganz süß. Mit so einem ganz dezenten YSL hinten dran. Hier noch ein paar kurze Hosen. Eigentlich relativ langweilig. Die fand ich ganz cool diesen Sommer. Nike, Stussy. Hier haben wir vor allem Hemden, also wirklich geistkrank viele Hemden. Hier auch noch ein schönes Hemd. Das sind eigentlich die Lieblingshemden von mir diesen Sommer gewesen. Das war eine Kollaboration von Uniqlo und Jil Sander. Hier noch so ein längeres Polo-artiges Ding. Weiter geht's mit den Jacken. Hier habe ich eine ganz coole, schöne, dunkelblaue Jacke und hier auf ganz undercover Flex. Aber ist cool. Eine rote, total knallige Jacke. Ach du Scheiße, ich fühle mich mit der wie als wäre ich Kanye West. Braune Jacke. Und nochmal den Pulli von vorhin in grün. Oh. Ah, mein Nippel. Noch eine kleine Anmerkung zu den Klamotten. Erstens ist es eine totale Geschmackssache. Und zweitens, es muss nicht teuer sein, um gut auszusehen. Es braucht nicht den Markennamen. Es braucht nicht das viele Geld, um gut auszusehen. Ich laufe eh meistens selbst mit einem weißen Basic-Shirt rum und einer 20-Euro-Hose und ein paar coolen Schuhen. Und that's it. Das wollte ich nur gesagt haben. Ihr braucht nicht 100 Paar Schuhe. Es ist, sollte überhaupt keinen Druck ausüben oder so eine Gesellschaft erzeugen, in dem so etwas ein Muss ist oder ein... Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich mich gerade schlecht gefühlt, nachdem ich die ganzen Sachen gezeigt hatte. Nicht, weil ich irgendwie denke, ihr würdet es mir nicht gönnen oder so, sondern ich möchte nicht den Eindruck den auch jüngeren Leuten geben, dass man sowas braucht im Leben. Beziehungsweise, dass andere Leute vielleicht dadurch gehänselt werden oder so, wenn sie nicht die coolen Schuhe oder nicht die coolen Klamotten mit den Markennamen und die teuer waren, weiß der Geier was tragen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Vergesst das bitte nicht. Und sonst würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in Roomtour. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Hat es euch gefallen? Wie findet ihr die Wohnung? Ich finde sie super klein, aber fein. Reicht für mich, für meine erste eigene Wohnung. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.